So, meine lieben Freunde, willkommen wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht es auch schon wieder, wir sind wieder direkt in den Charts. Was haben wir denn heute vor? Und zwar hatten wir am Donnerstag und am Freitag keine rückwirkende Trade-Analyse gemacht. Das wollen wir heute nachholen. Und wir fangen auch gleich mal beim Donnerstag an. Ihr seht es hier, 15:30 Uhr, Markteröffnung. Wir sehen erstmal eine Abwärtsbewegung im Markt und dann fangen wir hier an, ein bisschen Struktur aufzubauen. So, ihr seht es hier, wir haben hier einen High gebildet. Das wird dann im Prinzip hier über diesem High wurde die Liquidität genommen und dann bekommen wir hier einen starken Impuls nach unten und dann läuft der Markt hier erstmal nach unten. Und das war auch schon der erste Trade an diesem Tag und die erste Trade-Möglichkeit. Ganz, ganz interessant, was der Markt hier gemacht hat. Ich bin hier an der Stelle, bin ich eingestiegen. Ich werde auch erklären gleich, warum ich das gemacht habe oder warum ich da eingestiegen bin. Wir hatten hier diese starke bärische Kerze gehabt. So, ich will die mal einzeichnen. Machen wir mal eine andere Farbe, rot oder... Oh. Das ist alles nicht wirklich besser. Machen wir mal orange. So, wir hatten hier eine starke bärische Kerze gehabt, die die bullische Kerze hier absolut komplett aufgefressen hat. Wir hatten eine Reaktion gehabt am 200er. Wenn ihr meine Videos zu meiner Strategie euch noch nicht angeschaut habt, dann bitte ich, das auf jeden Fall nachzuholen. Dann werdet ihr auch verstehen, warum der 200er EMA, das ist übrigens der grüne EMA, der blaue EMA ist der 50er EMA, warum die so eine große Bedeutung haben in den Markt und wie man die halt eben nutzen kann, um günstige Einstiege zu finden, ja, und um sich richtig in Trendrichtung zu positionieren. So, also wir hatten hier diese bärische Kerze gehabt, die die bullische Kerze komplett aufgefressen hat. Das ist ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass wir im Prinzip jetzt bärische Kraft sehen und das haben wir dann auch infolgedessen gesehen. Gleichzeitig haben wir eine Reaktion am 200er EMA gehabt. Wir haben am 50er EMA, am blauen EMA reagiert und dann hatten wir sogar noch einen Kerzenschluss hier unter dem 50er EMA. So, dann habe ich noch kurz ein bisschen gewartet, weil ich wollte im Prinzip, dass wir noch eine volle Schulter ausbilden. Das haben wir im Prinzip ja auch irgendwo gemacht hier mit dieser Seitwärtsbewegung. Also das kann man natürlich, wenn man es jetzt streng sieht, kann man das als Schulter sehen, ne? Für mich war es dann am Ende valide, weil wir im Prinzip unter diese Seitwärtsbewegung hier geschlossen hatten. Und ich habe dann hier meinen ersten Einstieg des Tages gefunden. Ne? Ich bin hier eingestiegen. SL war über dem 50er EMA. So, und dann habe ich im Prinzip meine Position laufen lassen. Bin im Prinzip schon nach 3 Minuten mit der Hälfte meiner Position rausgegangen. Zack. Und die zweite Hälfte habe ich ungefähr hier, glaube ich, geschlossen in dem Bereich. Genau hier. Die zweite Position geschlossen, wo der Markt im Prinzip dann nochmal hochgegangen ist, gezeigt hat, hey, ich will hier nicht weitergehen. Übrigens starkes Indiz auch dafür, wenn wir jetzt hier unten mal auf die Price Action eingehen, war folgendes. Wir hatten hier einen doppelten Boden, einen sogenannten Double Bottom geformt. Und dann im Prinzip, ihr seht es, Double Bottom. Und dann ist der Markt im Prinzip wieder in die entgegengesetzte Richtung gegangen. So. Das war der erste Trade des Tages. Der zweite Trade wäre dieser gewesen. Wir gehen gleich mal drauf ein. Also wir hatten hier wieder eine Seitwärtsbewegung, wo der Markt halt erstmal Liquidität sammelt. Ne? Wir haben im Prinzip hier Liquidität gesammelt. Hier hat der Markt im Prinzip die komplette Liquidität, die über diesen Highs lag, genommen. Und dann im Prinzip sind wir nochmal hoch, haben in der Seitwärtsbewegung hier nochmal Liquidität gesammelt. Ne? Ich tue mal die Liquidität einsammeln. Einsammeln, sage ich schon. Einzeichnen, dass man das auch sieht. Also hier lag Liquidität drunter. Wir machen das mal rot. Ne? Hier lag ja auch
irgendwo Liquidität drunter und jedes Mal im Prinzip nimmt der Markt die Liquidität. Und dann hatten wir hier sogar auch nochmal, wo der Markt die Liquidität hier genommen hat. Und dann hat man im Prinzip diese starke Abwärtsbewegung gehabt. Wenn ihr jetzt seht, dass ihr dann, wir hatten ja jetzt hier die letzte Schulter ausgebildet, ne? Wunderbares Head and Shoulders. Wenn jetzt hier die letzte Schulter ausgebildet, ihr müsst jetzt, wenn ihr so einen starken Impuls seht, könnt ihr auch schon in der Bewegung reingehen, ne? Das heißt, wenn der Markt hier ist, bekommt er natürlich einen günstigeren Einstieg. Wir sehen jetzt, innerhalb von einer Minute hat der Markt einen riesen Impuls gemacht. Wenn ihr das natürlich seht, könnt ihr auch schon früher reingehen. Wenn ihr euch unsicher seid, dann wartet einfach auf Kerzenschluss, ne? Also entweder man hätte jetzt hier in dieser Bewegung einsteigen können, ne? Irgendwo hier, wenn man jetzt sieht, okay, der Markt macht einen riesen Impuls nach unten. Das wird vermutlich der Ausbruch sein, weil wir haben jetzt hier schon genügend Liquidität gesammelt, dass wir einen Ausbruch haben können. Einstieg wäre dann halt hier gewesen oder hier. Wenn ihr so eine große impulsive Kerze seht, müsst ihr nicht den SL über der Kerze, sage ich mal, platzieren. Meistens tendiert der Markt dazu, eigentlich nicht mehr wie bis zur Hälfte der Kerze nochmal zu korrigieren. Ne? Das heißt, immer wenn ihr einen richtig starken Impuls seht, wie den, in eine Richtung, gerade wenn es sich um so einen Ausbruch handelt, tendiert der Markt meistens dazu, wenn der Markt halt wirklich in Trendrichtung dann weiterläuft, nicht mehr wie die Hälfte zu korrigieren. Das heißt, ihr könnt ungefähr, ja, über der Hälfte, sage ich mal, ungefähr so ein Dreiviertel der Kerze könnt ihr den SL anlegen. Ne? Die Hälfte wäre jetzt hier gewesen. Das heißt, wir könnten den SL jetzt hier hinlegen. Und wir sehen dann auch im Nachhinein, hey, der Markt hat überhaupt gar nicht viel Platz gebraucht, ist eigentlich fast nahtlos in die Trendbewegung übergegangen. Ne? Und wir hätten dann hier an der Stelle, ich mache mal kurz die Linien weg, sonst irritiert es ein bisschen. An der Stelle hätten wir auch schon unsere ersten Profite sichern können. Ne? Das wäre dann hier gewesen. Und im Prinzip hätten wir dann hier unten, wir hätten den Markt weiterlaufen lassen können und wir hätten jetzt um 22 Uhr, also kurz vor 22 Uhr, dann im Prinzip unsere letzte Order hier schließen können. Ne? Das empfehle ich eigentlich jedem. Nehmt Teilgewinne mit ab einem gewissen Punkt. Am besten nach dem ersten starken Impuls müsst ihr immer ein bisschen abwägen. Das heißt, wenn ich meine ersten Teilgewinne hier mitnehme, habe ich den Trade dann immer gleichzeitig auf Break-Even, dass ich im Prinzip eine Order raus habe, also Teilgewinne gesichert habe. Und die zweite Order ist im Prinzip, der Trade ist risikofrei, weil ich praktisch den Trade auf Break-Even gezogen habe. Der kann mich dann im Prinzip nur noch weiterbringen. Ne? Würde ich auch jedem von euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schließt praktisch vor Marktschluss, vor 22 Uhr deutscher Zeit, ne? Cash dann eure Gewinne ein mit der zweiten Order und dann könnt ihr das auch. Ja, wunderbar. Also im Prinzip in der Spitze hier hätten wir ein relativ starkes CRV erreicht. Gucken wir uns das mal an. Ja, 5 zu. Also ihr müsst es dann natürlich teilen. Wir haben hier Teilgewinne mitgenommen. Was wäre das gewesen? Damit ist es ein 2 zu 1, ein 2 zu 1 und ein 5 zu 1. Also das wäre schon ein richtig starker Trade wäre das gewesen. Ne? Und man hätte da auch einiges mitnehmen können. So. Wir gehen jetzt mal in die Analyse des nächsten Tages rein. Ich versuche euch das immer so gut wie möglich zu erklären. So, wir hatten jetzt hier, der Markt ist gestartet erstmal mit einer Abwärtsbewegung. Dann hatten wir hier einen Umkehrstab gehabt, haben die komplette Bewegung praktisch nochmal abgearbeitet, haben jetzt hier über diesem High Liquidität geholt. Ja, sieht man, der Markt ist einmal kurz drüber und dann ist er direkt wieder in die entgegengesetzte Richtung gegangen.
Und das, was ich hier im Prinzip gesehen habe, war genau dieses Head and Shoulders. Einstieg war hier gewesen. Prinzip mit Kerzenschluss, ne, wo ich wirklich gesehen habe, okay, die Kerze ist ausgebildet. Short-Position bin ich hier eingegangen. SL über diesen High. Und im Prinzip hatte ich, genau, ich hatte hier die Hälfte geschlossen gehabt. Die erste Hälfte hatte ich hier geschlossen gehabt. Und dann im Prinzip hat mich der Markt hier Break-Even ausgestoppt. Und dann sind wir halt nochmal runtergegangen. Aber wie gesagt, wenn ich die erste Order praktisch, also den ersten Teilgewinne mitgenommen habe, dann will ich im Prinzip den Trade risikofrei haben und da will ich kein weiteres Risiko mehr mit eingehen, weil der Markt kann ja genauso gut zurückkommen, kann mich ausstoppen und das will ich einfach nicht. Ne? Das heißt, wenn ich in den Trade bin, will ich auch relativ schnell den Trade absichern, dass ich mein Risiko raus habe, dass ich schon mal Gewinne gesichert habe und dann im Prinzip lasse ich noch eine zweite Order laufen, um im Prinzip ein Maximum oder das praktische Potenzial von der Bewegung, wenn es denn das hergibt, halt komplett auszunutzen. So, wir werden jetzt gleich auch im nächsten Beispiel sehen, was es für eine Kraft hat, wenn man die zweite Order laufen lässt. Ne? Wir ignorieren das jetzt alles erstmal hier. Wir haben jetzt hier den Trade gemacht. So, und im Prinzip, was der Markt hier macht, wir sehen es natürlich dann im Nachhinein. Der Markt versucht jetzt erstmal hier genügend Verkäufer zu sammeln in dieser Bewegung. Ne? Die Verkäufer denken, okay, es geht weiter nach unten, es geht weiter nach unten. Das heißt, hier wird Liquidität gesammelt. Die Verkäufer werden in den Markt geholt. Und dann haben wir hier, sehen wir hier ganz, ganz schön, bildet sich wieder hier ein Head and Shoulders. So. Wir machen das jetzt mal wieder gelb oder grün. Jetzt haben wir hier wieder einen Head and Shoulders. Na? Einstieg wäre dann hier gewesen mit Schluss dieser Kerze. SL unter der Schulter praktisch, unter dem Low von der Schulter. Und dann im Prinzip unsere ersten Gewinne hätte man hier sichern können, ne? Also irgendwo hier in dem Bereich. Oder, also nicht oder, und die zweiten Gewinne hätte man dann entweder hier oben sichern können, ne? Wenn der Markt das nächste Mal in den 50er anläuft, oder man hätte tatsächlich wirklich gemartet auf Marktschluss, ne? Um 22 Uhr, kurz vor 22 Uhr. Dann hätte man natürlich hier ein extrem starkes CRV rausholen können. Ne? Wir hatten hier mit der zweiten oder mit der zweiten Order einen CRV von 12 zu 1. Ja, also das ist schon relativ oder sehr, sehr stark. Ne? Wir hatten gleichzeitig hier mit Ausbildung der Schulter einen Bruch vom 200er EMA. Wir sehen hier auch nochmal mit der Kerze der Markt auch nochmal den 200er EMA angetestet. Wir sind über eine 2 oder haben gleichzeitig am 200er EMA und am 50er EMA reagiert. Und dann hatten wir praktisch hier den Ausbruch gehabt. Das wäre der nächste Trade gewesen. Es geht auch noch weiter, Leute. Also der Freitag war wirklich absolut krank. Der nächste Einstieg wäre auch schon hier gewesen. Na? Wir haben hier den Kopf, hier die beiden Schultern. Und im Prinzip, entweder steigt man jetzt hier ein, also wäre man schon hier eingestiegen, oder dann mit Ausbruch. Also hier, es wäre beides in dem Fall richtig gewesen. SL wieder unter der Schulter. Ersten Gewinne hätte man hier sichern können. Ne? Man sieht, der Markt geht in so eine Seitwärtsbewegung über. Ersten Gewinne hätten hier gesichert werden können. Ne? Man kann ja gleichzeitig die zweite Order kann man ja immer noch laufen lassen. Das ist ja das, was ihr verstehen müsst. Das heißt, diese Order, die zweite Order, die wir jetzt hier noch laufen lassen haben,
kannst du ja weiterhin drin lassen. Na? Die kannst du ja weiterhin drin lassen. Und dann kannst du im Prinzip die Einstiege, die noch kommen, kannst du ja trotzdem traden. Weil du hast ja die zweite Order, ist ja schon lange Break-Even. Die lässt du laufen. Ne? Erste Order kannst du hier wieder absichern. Und die zweite Order mit Marktschluss. Ne? Mit Marktschluss. Im Prinzip wäre das ein guter Ausstieg gewesen. Und kannst du, hättest du allein an diesem Tag so viele Gewinne sichern können, das wäre wirklich absolut krass gewesen. Dann hatten wir sogar noch mal kurz 2 Stunden vor Marktende hätten wir auch noch mal einen Head and Shoulders gehabt. So, zack. Und hier, ne? Hier wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte man hier wirklich auf den Impuls gewartet. Aber nichtsdestotrotz, ne, auch wenn man jetzt hier in der, ne, nach der Ausbildung in der Schulter direkt reingegangen wäre, SL unter dem Low, hätte das auch wunderbar funktioniert. Und im Prinzip mit Marktende, also hier hätte ich gar keine Teilgewinne mitgenommen, sondern wirklich mit Marktschluss. Kann man hier dann die ganzen Orders schließen? Hätte man dann gleichzeitig auch die ganzen Orders, ob's die ganzen Orders, die man jetzt hier noch laufen hätte, ne? Auch die Order hier unten, ich zeichne die nochmal ganz kurz ein. Ne? Hätte man alle dann hier oben schließen können. Also der Freitag wäre ein enorm profitabler Tag geworden. Ne? Nochmal ganz kurz als Erinnerung, bitte achtet immer, dass ihr Struktur habt, dass ihr mit der Struktur arbeitet. Ganz, 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 ganz wichtig. Und das war's mit diesem Video, mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.